Ich wollte ganz gerne noch kurz was loswerden. Es ist ja schon fast rum. Viele fragen ja, was kann das Ganze hier bringen? Warum machen wir das Ganze hier? Und ich möchte von einer wundervollen Idee von Tinder erzählen, die eine Facebook-Gruppe gemacht hat. Ich weiß den Namen nicht mehr genau, Helfen von Herzen oder so war es. Von Herzen geben. Und ja, wie gesagt, ich glaube nicht, dass jetzt die Konzerne von heute auf morgen ihre Vorgehensweise ändern. Ich glaube nicht, dass die Politiker von heute auf morgen ihre Vorgehensweisen ändern. Wo Krieg geführt wird, werden die Waffenhersteller nicht aufhören, Waffen zu produzieren und zu verkaufen. Aber was ich hier wirklich erlebe, wofür ich sehr dankbar bin und mich immer wieder freue, wenn ich hier bin, immer mehr Menschen, die sich irgendwie zusammentun und einander helfen. Die sich auch trauen, einfach das auszusprechen. Ich tue mich da selbst noch mit am schwersten, habe ich so das Gefühl. Ich arbeite dran. Wo braucht eigentlich jeder Hilfe? Und da finde ich manchmal die Reaktionen sehr grenzwertig. Es ist natürlich leicht, oder es fällt leichter anscheinend, jemand zu sagen, ja, ich habe was zu arbeiten, ja gut, da komme ich mal mit und helfe dir mal ein bisschen schleppen oder sowas. Sobald es aber darum geht, dass irgendjemand sagt, ich bräuchte jetzt gerade mal irgendwie finanzielle Unterstützung. Natürlich, wenn es nicht darum geht, jetzt hier Weltreisen, Party, weiß ich nicht. Schon, ihr wisst, wie ich meine, so Wünsche, die im Endeffekt das unterstützen, wogegen wir eigentlich doch jetzt hier auf die Straße gehen, wo wir doch sagen, wir wollen doch eine einfache Welt, ein mehr Miteinander, ein mehr Füreinander da sein. Wieso fällt es uns da allen so schwer, auch da zu geben? Fängt da mit Teile und Herrsche an, dass einfach, genau, mit Geld, wie weit haben wir das schon im Kopf drin, wenn es ums Geld geht? Das muss jeder ganz alleine verdienen und wer das nicht schafft, der ist schlechter als ich. So, die Einstellung im Kopf hängt, glaube ich, viel mit damit zusammen. Und das wollte ich einfach noch sagen. Ich weiß auch nicht die komplette Lösung, aber wenn wir auch da mal vielleicht drüber nachdenken, wie kann man anders damit umgehen, wie können wir uns irgendwo helfen? Und da finde ich halt die Idee mit der Gruppe von Tünde super schön und freue mich hier zu sein, immer mehr Menschen kennenzulernen, die da auch sich wagen zu sagen, ich brauche oder ich wünsche mir da und da Hilfe und dann auch bereit sind, füreinander da zu sein. Ich glaube, das schaffen wir schon ein gutes Stückchen mehr, als viele, viele ähnliche Bewegungen in den letzten 100 Jahren gebracht haben. So, danke. Tünde, können wir gerade ein bisschen was sagen?